Heute heißt es DEL Logo zeichnen und jetzt bitte viel Spaß und jetzt mache ich bitte was sehen. Aber muss richtig schön originalgetreu sein, oder? Nicht, dass es da Ausrede gibt. Ich konnte nicht perfekt zeichnen, weil... Weil ich wahnsinnig schlechte Vorstellungskraft habe. Deswegen kann ich auch, wenn ich mich anziehe, immer frage ich meine Frau, kann ich die Farbe mit der Farbe kombinieren, weil für mich schaut das alles gleich aus. Ja, auch farbentechnisch. Für mich ist alles, was dunkel ist, schwarz. Was für Note hattest du in Kunst? Ja, meistens war es eher dann so, beim Ausfragen an der Schultafel, ja, da war der Druck fast genauso hoch wie jetzt. Meistens langt es, wenn ich einfach nur so was sage wie Satz des Pythagoras, dann alle gleich, oh ja, der hat aufgepasst in der Schule. Aber ich weiß nicht mehr, wie er geht. Bin gespannt, was wir jetzt da sehen werden. Da würde ich mal sagen, vielleicht statt der Sonne mal ein schönes Herz. Und so ein schöner, herzlicher Verein sein, wo sich jeder so lieb hat. Ja, jetzt zu dem wahrscheinlich anspruchsvolleren, die Bullen. Kopf. Da. Schwänzerl. Ein Huf dazu. Die, glaube ich, sind sogar noch so ein bisschen abgewinkelt, dass es ein bisschen gefährlicher ausschaut. Sponsor? Sonst gibt's Ärger? Sind ja nicht einmal Sponsor. Wenn man jetzt so ein bisschen Graffiti-Erfahrung hätte oder so, dann könnte man das gleich noch richtig cool machen. Ich bin halt auch nicht so der Straßenkünstler. Weder richtiger Künstler, noch Straßenkünstler. Aber jetzt da brauchst du ja unten den Schriftzug noch. Ja, ich bin schon jemand, der, wenn er was macht, der es dann gerne richtig macht. Jetzt machen wir das noch ein bisschen bohrisch. Nur kein Rechtschreibfehler, bitte. Minga. Richtig schade, dass die neuen Trikots schon gemacht hätten, sonst hätten sie sicher den Entwurf genommen. Ja. Ich überlege gerade, irgendwie fehlt noch ein bisschen was. Ja, das geht. Gut, wie einmal, wenn man dann so ein bisschen Dings noch rundherum hat. Ohne jetzt irgendwie Druck zu machen, aber wenn ich jetzt so einen 10-Jahres-Vertrag kriegen würde, dann würde ich das schon so drauf machen. Ich mal die jetzt nicht aus, aber ist eigentlich ganz gut so. Schauen wir mal, wie das da ausschaut. Ja, der Schläger kommt von der anderen Seite, aber so im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Ja, das zeigt halt einfach, also die inneren Werte uns auch so wichtig sind. So, wenn du meinst, du bist fertig, einfach nur mal kurz eine Unterschrift drüber, drunter, seitlich, mit deinem Servus drunter und fertig ist die Luzi. Welche Rahmengröße waren einfacher, weil ich mal sowas will man garantiert gerahmt haben wahrscheinlich. Also, das war's. Vielen lieben Dank. Oh.